Damals, als Sie hier im Lager gearbeitet haben, war das da überhaupt möglich, zu Menschen auch eine persönliche Beziehung irgendwie aufzubauen? Ja. Haben wir auch. Hat auch die, auch unsere Leiterin dann und die andere Leiterin, auch die Vorgängerin, haben alle ein bisschen persönlich, haben wir mit denen ein bisschen gehabt. Ne? Nur die Frau Ding ist da herzlicher, die andere hat, war sehr Ding, die, ich habe ja auch aufgeschrieben da, die war energischer und war auch Operationsschwester und so weiter, aber wir haben alle ein bisschen mit dem, wir haben alle so, was nicht darf sein, Lieblinge gehabt. Ja. Ihre Lieblinge, wer war das? Ja, ich habe immer Jungs gehabt, kleine Jungs, so 4-5-Jährige oder 10-Jährige, das waren so immer meine, ich bin mehr für Jungs gewesen. Ne? Naja, und Frauen sowieso, die ein bisschen traurig waren, alte Frauen, so 70-Jährige. Das werde ich nie vergessen. Ich bin da vorne in das Haus reingekommen und da sitzt eine alte Frau unten. Alte Frau, ich bin jetzt älter wie die, nur die sah älter aus wie ich. Und die war da unten gesessen und weinte. Ich sage, haben Sie Schmerzen? Soll ich Sie zum Arzt bringen? Wir hatten ja hinten ist ja der Krankenstuhl-Ding. Nein, mir kann keiner helfen. Ach, sage ich, man kann es ja versuchen. Und da sagt die eine, die weint immer. Naja, da bin ich wieder, sage ich, komme morgen wieder. Saß wieder da und weint. Und dann sage ich so, und jetzt sagen sie mir so. Wissen Sie, warum die geweint hat? Die musste mit ihren Kindern, mit der Tochter mitkommen, weil sie damals war ja noch so, wenn einer in der Familie Deutsch kann, dann durfte er kommen. Und wenn es 12 waren, ja? Und sie war die Einzige, die gut Deutsch konnte. Und darum musste sie mit der Tochter hierher. Und sie hat aber drüben noch in Russland einen Sohn gehabt und da wäre sie lieber geblieben. Ne? Und dadurch hat die nur geweint, nur wegen denen, die hat keine Schmerzen gehabt. Und da bin ich dann zu unserem Lagerleiter gegangen, der mich da begrüßt hat. Ne? Und da habe ich ihm das erzählt, sagte, wissen Sie was, das machen wir so. Bevor die weggehen, dann kommen sie mit ihr zu mir, dann gebe ich ihr Schreiben mit zu dem Bürgermeister, wo sie hinkommt. Und der soll sie da ein paar Tage oder was sich lassen. Und wenn sie dann noch will, dann soll der schauen, dass er irgendwo Geld kriegt dafür und dann sie wird zurückgeschickt. Die ist ja dann da. Die sind ja dann da. Ne? Das, was Sie uns jetzt geschildert haben über Friedland, das sind ja eigentlich vorwiegend schöne und positive Erinnerungen, auch bei dem ganzen Trubel. Naja, und sind so. Natürlich, da waren auch Sachen, die, wenn sie weg mussten, wenn sie Deutsch konnten, muss dann wieder weggeschickt werden. Und also es waren auch traurige Sachen, so ist es ja noch nicht. Ne? Wir haben zum Beispiel gehabt, ich weiß nicht mehr, die Vorgängerin, was war die Leiterin, die hat mir erzählt, da ist ein Pastor von drüben rübergekommen mit der Mutter, ja. Und die hatte Krebs gehabt. Und die hat er mitgebracht, nur weil sie Deutsch konnte. Und die ist dann hier gestorben. Ne? Wir haben manche Oma am Friedhof, die hier gestorben sind. Ne? Also so ist es nicht, dass nicht traurig waren. Viel traurige Sachen auch. Ne? Aber die darf man nicht so rauspicken und immer sagen, da war, ist überall Trauriges. Ne? Da muss man schauen, dass wir fertig werden und ihnen helfen. Ja, da muss ihnen geholfen werden. Dafür haben wir ja die ganzen im Büro alle oder das Rote Kreuz oder die Kirche. Da haben wir es da hingeschickt oder wir haben erst einmal geredet mit ihnen und dann haben wir es da übrigens, dass die ihnen geholfen haben. Einer weiß ich noch, das war ein 14-Jähriger, der war schon drinnen, im Zug kam er wieder raus. Ich wollte sie nur noch mal in den Arm nehmen, auf Wiedersehen sagen. Das sagte der Lokführer, aber rein ins Zug, ne? Das kam auch. Ne? Ja, und dann waren wir, wenn wir am Bahnhof waren, wenn die Leute weggefahren sind, dann waren wir da und da saßen wir dann, haben wir am nächsten Zug gewartet und wie der Zug rausgefahren ist, sagt einer, guten Morgen, Frau Klappert, haben Sie gut geschlafen? Da haben die Jungs mich angeguckt, ich habe die alle angeguckt, sage, wo kommt denn das her? Da waren die Lokführer, die kannten uns Schwestern schon. Da haben die mir guten Morgen gesagt und auf Wiedersehen. Ne? Das war auch da. Man war dann schon mit den Lokführern bekannt und mit allen schon, weil wir müssen immer denken, wenn da weggefahren sind, Leute waren oft
50, 60, 100 Leute, die weggefahren sind. Wir waren zwei Schwestern, manchmal waren wir drei Schwestern, manchmal nur zwei Schwestern. Ne? Und da haben dann immer die Lokführer oder die Dings, wenn die Klappe dabei ist, dann schaut, ich habe auch eine Stimme, wissen Sie, ich schrei so. Die anderen Schwestern haben gesagt, Marianne, kannst du nicht so, kannst du so eine Stimme, wir haben die Stimme nicht dazu. Und dann haben wir es war lustig, das hätten sie müssen miterleben, da hätten sie kaputt gemacht. Die haben dann sortiert, die fahren dahin, die fahren in die DDR, die fahren nach Nürnberg, die fahren nach Berlin, in die Züge, die einen müssen hinten einsteigen, da haben wir es sortiert, wenn der Zug reinkommt, waren es alle durcheinander. Ne? Haben wir natürlich auch erlebt. Ne? Okay.